Willkommen im Foxy, dem temporären Haus der Fotografie. Während die südliche Deichtorhalle, unser Haus der Fotografie, umgebaut und erweitert wird, haben wir hier im Foxy drei spannende Ausstellungen als Auftakt. Jack Davison, Omar Fast und Frida Urupabo werden ausgestellt. Und ich möchte Ihnen heute ganz besonders das Werk von Jack Davison vorstellen. Mein Name ist Ulrich Rüther, ich bin Fotografie- und Kunsthistoriker und freier Mitarbeiter der Deichtorhalle in Hamburg. Die Ausstellung zeigt insgesamt 53 Arbeiten von Jack Davison. Sie sind ganz streng linear präsentiert. Drei verschiedene Bildgrößen strukturieren die Ausstellung. Es gibt Gruppen, aber es sind keine Serien. Denn wie wir sehen werden, Jack Davison arbeitet immer am Einzelmotiv. Und schon die erste Bildgruppe hier am Anfang macht, glaube ich, ganz deutlich, wie die Bildsprache von Davison aussieht. Das allererste Motiv ist eine abstrahierende Aktkomposition. Das Gesicht ist angeschnitten, Arme, Beine ganz stark verschränkt. Schwarz-Weiß bestimmen das Bild und es ist eine sehr strenge, verrätselte Komposition. Daneben dann gleich die Farbe, Tulpen, die einem entgegenstrahlen. Aber auch hier ist wieder der enge Ausschnitt ganz wichtig. Das ist ganz typisch bei Jack Davison, dass er seine Objekte oder die Menschen, die er fotografiert, immer in einem sehr engen Ausschnitt präsentiert und das Umfeld ausschneidet. Das dritte Bild, auch das vielleicht ganz typisch für das Werk des Fotografen, eine sehr verrätselte, abstrakte Komposition. Dieses Männerporträt ist ja ganz unscharf, es sieht aus, als ob es zerfließen würde. Und da hat man sofort vielleicht auch schon erste Assoziationen zu bestimmten Vorbildern des 20. Jahrhunderts Fotografen, die er zitiert. Wir werden später darauf zurückkommen. Es gibt bestimmte Dinge, die in dieser Ausstellung häufiger anzutreffen sind. Und dazu gehören eben vor allen Dingen die Hände als expressive Momente oder als Gesten, auch bei dieser älteren Dame, die hier ihren Kopf zurückwirft. Ist sie in Trauer oder ist es ein Moment der Freude? Man sieht es nicht genau, man weiß es nicht. Aber es ist vor allen Dingen die auf die Brust gelegte Hand, die eben diese ganze Spannung in das Bild hineinträgt. Und das erinnert mich tatsächlich an eine Pathos-Formel, so wie es der Hamburger Kulturwissenschaftler Abi Warburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt hat. Das sind halt bestimmte Gesten, die sich über die Jahrhunderte tragen und ganz egal unter welchem Kontext von den Betrachtenden verstanden werden, auch heute noch. Die Bilder haben keine zweite Ebene, haben kein kritisches Potenzial. Sie zeigen keine gesellschaftlich-politischen Konflikte oder ein besonderes historisches Ereignis. Seine Bilder sind zeitlos. Sie wirken jedes Bild für sich auf den Betrachter, auf die Betrachterin für sich selbst. Und da wird es spannend. Und welche Ideen, welche Gedanken bringt der Betrachter mit? Und was löst bei ihm etwas aus, dass er sich ein Bild länger als einen Bruchteil einer Sekunde anschaut? Und genau darum geht es Jack Davison und das werden wir uns noch mal genauer anschauen. Die gesamte Ausstellung ist eine Art Seeschule der Fotografiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Man wird immer wieder andere Fotografen, Fotografinnen entdecken, Stile, Genres, die vielleicht auch hier in den Deichtorhallen in den letzten Jahren gezeigt wurden. Ich erinnere mich zum Beispiel an Vivian Sassen oder an Sarah Moon oder auch an Saul Leiter, den tollen Farbfotografen, den wir in einer großen Ausstellung gezeigt haben. Aber auch japanische Fotografen oder Irving Penn, Richard Avedon, Bill Brandt. Also die Reihe der Namen ließe sich fortsetzen. Aber ganz lustvoll zitiert Jack Davison ja seine Vorbilder, aber er macht daraus etwas Eigenes. Er schafft seine eigenen Bilder und es liegt an uns, diese Vorbilder vielleicht zu erkennen, aber sind sie überhaupt wichtig? Besonders spannend für mich sind ja die Bilder, die sich nicht sofort erklären. Und natürlich wird Jack Davison auch immer wieder gefragt, was ist denn die Geschichte hinter den Bildern? Ja, es gibt sie, aber er hält sich sehr zurück, genaueres zu erklären.
Er möchte sich zurücknehmen, er möchte geheimnisvoll bleiben. Die Leute sollen mit ihren eigenen Déjà-vu-Erlebnissen, mit ihren eigenen Assoziationen die Interpretationen für sich selbst finden.